Also quasi auch iterativ und agil. So die Softwareentwicklung selbst, auch letztendlich auch im Delivery oder im Teamaufbau. Also ich weiß es ja noch quasi, ich habe früher auch für große IT-Hersteller, also schon vor vielen Jahren, Kaspersky und dergleichen, auch Teams aufbauen dürfen, wo wir quasi andere Agenturen abgelöst hatten damals. Ja, und ich war da auch sehr stark als Coach dann und ein Teambuilder operativ tätig. Und da haben wir quasi andere Agenturen abgelöst für die Inside-Sales-Tätigkeit. Die haben das ja komplett outgesourced für den kompletten Dachbereich, auch andere Firmen. Und das war einer der größten Teams. Da haben wir ein Team abgelöst von ungefähr 16 Personen Inside-Sales. Und dann haben wir den Auftrag gewonnen und aber auch erstmal in Schritten. Ja, also wir haben zum Beispiel, um das Team quasi wieder aufzubauen auf 12, 15, 16 Leute, haben wir abgesehen von Hunderten von Interviews, erstmal zwei Leute eingestellt, dann erstmal die eingelernt, ne, dann, und dann erstmal die zweiten zwei, ja, und dann auf acht, ja, und das Ganze in dazwischen waren jeweils mehrere Wochen, ja. Das ist also auch da quasi iterativ immer wieder aufgebaut, dann ist mal wieder einer ausgefallen, aber der wurde dann wieder relativ schnell ersetzt, ja, und wir hatten dann auch sozusagen interne Skalierungsmechanismen, kleine Prozesschen eingeführt, sodass man jetzt, sagen wir mal, die ersten beiden schon mehrere Monate dabei waren. Dann haben die sozusagen zumindest bis zum gewissen Grad das Coaching oder, sagen wir mal, die Einlernung und die Einlernphase und so weiter wieder übernommen. Heutzutage kann man ja auch noch vieles mit Mitgliederbereichen und quasi internen Akademien und Videofilmchen und so weiter auch alles abdecken. Ja, aber ja, so diese persönliche Kontakt, das persönliche Coaching, besonders in Inside-Sales, genauso in der Softwareentwicklung, denke ich, ist auch nochmal sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Ja, okay, cool. Danke für diese drei Fragen. Waren sehr, sehr knifflige Fragen auf jeden Fall, aber letztendlich nochmal zusammenfassend geht es auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Dienstleistungen, die wir bieten für die IT-Branche, das nicht genau darum. Ja, also wenn du ganz am Anfang stehst, wie komme ich überhaupt erst mal an Kunden ran? Und da habe ich immer wieder auch festgestellt, ich kann jemanden sogar die Handynummer von den Top 20 Entscheidern von Deutschland vor die Füße legen und er würde dort nicht anrufen, weil er zu viel Schiss hat. Ja? Und muss man einfach so knallhart sagen. Und wenn du auch dich da jetzt wieder drin siehst, dann hol dir gerne bei uns einen Termin bei kleinen-marketing.com, hier unten der Link, oder wenn du das Video auf LinkedIn siehst, dann ist der Link halt hier oben. Und damit startet erstmal alles, ne? Weil nur wenn du mit deinen Kunden direkt sprichst, da führt auch kein Weg dran vorbei. Ne? Du kannst es auch über LinkedIn, du kannst es auch über YouTube sozusagen unterstützen, über Content Marketing, aber am Ende des Tages wird niemand bei dir eine Softwaredienstleistung oder irgendwas kaufen mit einem Klick über einen Digistore oder sowas. Ne? Also quasi wie so ein E-Shop. Ja, das heißt, am Ende musst du immer direkt mit dem Kunden auch noch sprechen und dann melde dich einfach bei uns. Und das Zweite, auf jeden Fall nochmal zusammenfassend, ist das Thema Preise, das so viele Leute einfach unterschätzen. Es geht nicht darum, was du dir selber wert bist, sondern es geht darum, was der Markt, wie viel du dem Markt wert bist. Okay, also das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Und da auch, sag mal, jede 100 Euro, die du sagst, ja, passt schon, ja, jede 100 Euro pro Tag, die du nicht einnimmst, sind schon wieder 100 mal 3, mal 30, was sag mal, 100 mal 20, sind schon wieder 2000 Euro im Monat, die du in Google Ads investieren könntest, ja. Oder deine Ehefrau einstellen oder deine Freundin einen Teilzeitjob geben, ja. Oder. Also, das heißt, jeder Euro zählt, insbesondere der, den du sowieso ganz easy hättest verdienen können. Weil er dir quasi schon vor die Füße gelegt wird. Ich sehe das halt immer wieder, dass wenn es dann wirklich darum geht, den Sack zuzumachen zu den 100, das, also die 10% mehr on top, dass man dann sagt, nee, kann ich jetzt nicht bringen. Doch, klar, wenn der Markt das annimmt, dann bring's. Und das Dritte ist einfach das Thema Vertrauensaufbau, wenn du auch dann wächst und nicht nur du quasi Dienstleistungen erbringst, dann die richtigen Leute dann auch einstellst und die dann letztendlich auch so positionierst beim Kunden, dass der nicht quasi, dass du nicht auf dem irgendwelche Probleme abwälzt. Ja? Also das ist letztendlich nicht nur, es geht ja letztendlich im Verkaufen auch, fängt schon an und auch in deinem Werteversprechen, auch in deinen ganzen Präsentationen nach außen hin, wie du Kunden gewinnst, ist letztendlich, kein Kunde will mit einem Kauf bei einem Dienstleister
sich irgendwelche zusätzlichen Probleme einkaufen. Also idealerweise will jeder Mensch per Knopfdruck das also quasi Zeit, Resultat und der Aufwand dahin zu kommen, minimal Zeit eine Sekunde, Aufwand null und das ist sozusagen der Idealzustand, also rein hypothetisch gesprochen. Und desto näher den Kunden du da ranführen kannst, desto mehr werden von dir kaufen. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, intern deine Hausaufgaben zu machen, dir ganz gut zu überlegen, wen stellst du ein, mit wem arbeitest du zusammen und wie kommunizierst du deine Dienstleistung, wenn du mehrere Leute intern hast, so nach außen, dass du maximale Vertrauensaufbau dort hast. Also sowas nach dem Motto, wir sind eine Blackbox, gib uns einen Anforderungskatalog und wir ziehen das durch und dann frisst oder stirbt, lieber Kunde, oder sowas. Da gibt es ja teilweise auch noch da draußen. Ist halt dann eher, dann bist du halt eher, gehörst du eher zu den eher schwarzen Schafen und schadest nicht nur dir selber, sondern auch den kompletten Image deiner Branche als IT-Dienstleister, Softwarebude, ja, Softwareagentur. Okay, vielen Dank für dieses Gespräch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Seit einer halben Stunde wieder einen Termin und die Leute geben mir irgendwie was. Ich glaube, ich muss meine Termine nicht so eng takten. Du kannst ja das verwenden. Ich schalte halt immer aus, damit ich.